Hin. Hin sieht man sogar aus Schiff. Mitten übers Feld. Läuft aber gerade gut. Die Performance stimmt gerade vom Spiel. 30, 35 FPS. Also in der Aufnahme. Ist eigentlich recht gut, muss ich sagen. Immerhin haben wir schon mal einen Rucksack. Rucksäckchen gefunden. Ja, genau. Und weiter sprinten. Mitten durch die Pampa. Da oben ist noch so eine komische Scheune, aber das ist eine, wo man es nicht so viel Loot geben sollte. I want to eat something. Naja, ja, was du alles so willst. Ich hab gar nicht mehr so viel mit. Ich hab bloß noch einmal Reis. So, da scheint schön die Sonne rein. Aber noch nichts gesehen von Tieren oder sowas. Keine Ahnung, ich habe immer noch die Patch Notes nicht gelesen. Keine Ahnung, was sie hier im Experimental Patch eingepatcht haben. Habe ich keine Ahnung. Wir versuchen jetzt erstmal zum Airfield zu kommen. Hoffen, den nicht gleich abgeballert zu werden. Da oben müsste es eigentlich sein, da wo die Straße aufgeht. Gar nicht mehr so weit. Schöne Bäume. Damage crumbles violently. Na, dann essen wir halt erstmal ein bisschen Reis. Was anderes habe ich sowieso nicht. Knusper den Reis. Zum Glück hat er 10 Anwendungen. Das ist ein Päckchen Reis. Jetzt ist er durstig. Dadurch, dass er Reis gegessen hat. Im nächsten Fluss mal ein bisschen was trinken. Dann ist noch einmal und dann geht's weiter. Was war ein Screenshot mal? Biau. Ist hier irgendwo das Wasser? Da kommt schon wieder ein Zombie-Bug. Hier ist gar kein Wasser. Sprinten wir mal hier weiter rauf. You've eaten some rice. Ja, da unten sehe ich Wasser. Das ist gut. Hier können wir erstmal ein bisschen was trinken. In diesem kleinen Flüsschen.
sehr lang fließt. Ich weiß nicht, ob ich ihn echt, selbst mit Durst würde ich wahrscheinlich aus diesem Fluss nicht trinken. Die Animation haben sie immer noch nicht eingefügt. Und weiter. Ja, da oben mal raus, da wo das der Wald zu Ende ist. Dafür, dass das Spiel mit der Arma 2 Engine läuft, ist es schon noch ziemlich gut. Also kann man nichts sagen. Ist ja fast so gut wie bei Arma 3. Das müssen wir gleich da sein. Ah, da ist es doch schon. Ich wusste es doch. Sehen, ob wir hier noch irgendwas finden. Ansonsten können wir ja mal nach die neue Stadt laufen. Einfach quer übers Feld, so viel haben wir jetzt nicht zu verlieren. Wir haben zwar eine Schrotflinte, aber ich finde die Schrotflinte nicht sehr gut. Schöne Sonne, die ist leider schon hinter dem Berg untergegangen. Ich glaube, wir sehen sie gleich nochmal. Da steht ein Zombie mitten auf dem Feld. Könnte schon mal jemand hier gewesen sein. 43, 45 FPS mit Aufnahme, ey. Nicht schlecht. Und dann haben wir diese Mini-Rockler zwischendrin. Oh, die leckt aber. Jetzt leckt sie nicht mehr. Und down. Stirb! Hier ist noch ein Zaun. Halten wir mal ein bisschen Ausschau, dass er kein Spieler ist. Auf jeden Fall sind die Türen schon offen. Und vielleicht ist ja noch was übrig geblieben für mich. Ist hier noch irgendwas? Hier ist schon mal nichts. Hier ist bloß noch ein Buch. Sonst ist ja nichts. Ist aber auch schwierig, hier Sachen zu finden. Ne? Das ja, ein Schläger und seine Militärmütze. Oh, ich habe ja noch meinen Cowboy-Hut. Da kommt noch einer. Zack, genau ins Gesicht. Mal hier rein. Er legt einen Motorradhelm. Motorradhelm und was zu essen, was ruiniert ist, leider. Das kann man nicht mal essen. Ich muss auch mal irgendwas finden, was ich in meinen Rucksack reintun kann. Hier gibt's auch wieder nichts. Eieieiei. Die scheinen ja richtig überformt zu sein. Die Surfer. Gehen wir mal wieder runter. Und rennen mal in die Hangarhallen rein. Vielleicht gibt es da ja noch was. Was ist ein blödes Brecheisen. Mal ein paar Screenshots zwischendrin machen. Für die Thumbnail-Bilder. Sieht auch nicht aus, als wäre hier noch irgendwas. Mann, oh Mann.
Ziehen wir so ein paar Stiefel um. Ja, zieh ich mir lieber an. Ansonsten liegt hier nichts. Weiter. Letztes Gebäude hier. Die Türen sind auch schon offen. Noch ein Baseballschläger. Und hier wieder genauso nichts. Da liegt noch eine Kopflampe. Braucht doch niemand. Eine Säge. Da kann ich jetzt mal meine Schrotflinte absägen. Genau. Was liegt da noch mit? Liegen doch zwei Sachen. Das eine ist noch sein hässlicher Hut. Naja, dann werden wir mal. Werden wir mal Richtung dieser neuen Stadt. Also relativ neuen Stadt noch laufen. Die ist da oben. Da oben ist schon wieder einer drinnen. Der ist auch hier raufgerannt, weil er dachte, er könnte ja was finden. Und hat mich gesehen. Nein, der hat bloß gebackt. Der hat bloß gebackt. Es sah zwar aus, als würde er runterfallen, aber. Leider noch ein paar Bugs, das Spiel. Solche Anzeige-Bugs, wenn du da gerade drauf schießt auf den. In dem Moment. Das ist scheiße. Ich möchte wissen, wenn sie Fahrzeug einfügen, ob sie die Laufgeschwindigkeit verringern. Weil sonst, weil du rennst ja schon relativ zügig durch die Welt, sag ich mal. Es ist ja nicht so, dass du jetzt ewig viele Millionen Stunden brauchst. Wenn du dann mit Auto fährst, wärst du ja noch schneller. Bin mir nicht so sicher, dass er als erstes ein Auto rausbringt. Ich denke mal, ein Quad. Ich schätze mal auf ein Quad. Also ein ATV. Da ist die Scheune. Scheune kann man noch durchsuchen. Aber das ist keine mit Leitern. Ja, die ist auf der anderen Seite zu, brauchen wir gar nicht reinlaufen. In denen gibt es keinen Loot. So, hier unten müsste dann die Stadt kommen. Bald. Bald, bald, bald. Was ist das? Was ist das für eine komische Struktur von Wiesen? Sieht ja komisch aus. Naja. Erstmal am Kopf kratzen. Das ist, wenn ich da drüben durchlaufe. Unten war doch die Stadt. Dies müsste unten im Tal sein. Die ist da in die Richtung. I feel damp. I feel like a damp.